Kurzes Update, meine lieben Zuschauer von der Aktienlust, klar. Wir haben ja Quartalsberichtssaison und da interessieren uns natürlich ganz klar auch die Zahlen. Heute hat ja die Deutsche Bank Zahlen präsentiert und da war der Markt natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, am Anfang, so scheint es von Investorenseite zu sein, ist die Aktie dann noch relativ gut gelaufen. Mittlerweile ist aber auch hier Ernüchterung eingekehrt. Das heißt, sie geht nach unten, über 3% verliert die Deutsche Bank aktuell beim Kurs von noch 7,50 Euro. Ja, was war de facto los? Ja, man hat endlich mal wieder schwarze Zahlen geschrieben und das seit 3 Jahren das erste Mal. Aber trotzdem darf nicht vergessen werden, dass wir im letzten Quartal, im 4. Quartal hier dann doch noch Rückschläge haben hinnehmen müssen. Und da ging es nicht nur darum, dass die Staatsanwaltschaft tatsächlich immer wieder natürlich bei der Deutschen Bank ein- und ausgeht, um hier nachzukontrollieren, ob man eventuell irgendwas mit dubiosen Geldgeschäften zu tun hat. Nein, muss man fairerweise sagen, es geht hier natürlich noch weiter. Man hat hier tatsächlich jetzt das erste Mal einen Gewinn eingefahren. 341 Millionen Euro. Na ja, wenn wir mal zurückschauen, im Jahr 2017 waren es hier noch minus 735 Millionen Euro. Also von daher hat man sich natürlich hier doch ein wenig verbessert. Leider nicht im Kerngeschäft, beziehungsweise da, wo man gerne Geld verdienen würde, nämlich im sogenannten Investmentbanking. Das scheint tatsächlich immer noch rückläufig zu sein, genauso wie das Geschäft halt eben mit Anleihen und Devisen. Also da konnte die Deutsche Bank ganz klar nicht punkten. Auch beim Thema Vermögensverwaltung hat man hier herbe Rückschläge hinnehmen müssen. Nettoabflüsse von an die 7 Milliarden Euro. Also das ist schon jede Menge Holz. Auf der anderen Seite gut gelaufen scheint tatsächlich das Privat- und Firmenkundengeschäft, aber auch nur deswegen, muss man sagen, weil man Konsumenten- und Immobilienfinanzierungskredite herausgegeben hat. Also die scheinen tatsächlich nachgefragt zu werden bei der Deutschen Bank. Naja, jetzt will man, so hat Christian Sewing, der Vorstandsvorsitzende, gesagt, aber die Dividende nach wie vor auszahlen, da soll's, und das ist ja zumindest mal ein kleiner Lichtschweif, 11 Cent pro Aktie geben. Ja, müssen wir mal schauen, ob sich das eventuell weiter nach oben auswirkt. Ja, und dann haben wir natürlich noch die große Spekulation innerhalb des Marktes. Wird die Deutsche Bank alleine bleiben oder wird sie denn baldigst dann vielleicht fusionieren, mit einer anderen Bank zusammengehen? Das ist ja momentan das Gespräch in Frankfurt, das immer wieder überlegt wird, ja, geht die Deutsche Bank jetzt mit der Commerzbank zusammen, weil beide hinken ja ein bisschen hinterher, vor allen Dingen, wo halt eben mittlerweile auch die deutsche Politik Ängste und Befürchtungen hat, dass man die Deutsche Bank, weil sie halt eben eine wirklich nur noch geringe Marktkapitalisierung hat, mittlerweile unter 20 Milliarden Euro, eventuell wegkauft. Ob nun die Araber, ob auf der anderen Seite die Amerikaner oder die Chinesen, die Deutsche Bank ist mittlerweile ja eher ein Schnäppchenpreis. Aber man möchte natürlich von Regierungsseite aus mal überhaupt nicht, dass ausländische Finanzinvestoren oder Banken oder auch Fonds sich die Deutsche Bank einverleiben. Also von daher natürlich auch von der Politik ein bisschen Druck, den sieht Christian Sewing von der Deutschen Bank, der Vorstandsvorsitzende, zwar aktuell noch nicht, aber die Politik, und das hören wir natürlich auch irgendwo raus, die sagt sich natürlich auch, bevor wir die Deutsche Bank wegkaufen lassen, dann lass uns sie doch fusionieren. Ja, bei der Commerzbank, ja, da hält ja der deutsche Staat, der Bund nach wie vor noch 15%. Also da hat man natürlich Mitbestimmungsrechte. Und von daher könnte es natürlich sein, dass die Überlegung, Commerzbank und Deutsche Bank zusammenzubringen, gar nicht so verkehrt wäre. Oder halt eben die Deutsche Bank mit einer anderen großen internationalen Bank, da wurde ja immer wieder auch spekuliert, ob man nicht eventuell mit der UBS, den Schweizern, zusammengehen könnte. Aber das alles ist reine Spekulation, das hat Christian Sewing auch heute gesagt, zur Pressekonferenz nach den Zahlen. Er hat gesagt, das wäre momentan kein Thema direkt für ihn. Er würde aktuell zuerst mal schauen, wie er denn die Deutsche Bank tatsächlich mal wieder profitabel auf den Weg bringt. Aber, wie gesagt, eine solche Gedankenspielerei, die momentan an der Börse Fuß fasst, die ist natürlich letztlich nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Aber ob dann tatsächlich aus zwei Blinden ein Sehender wird, das ist natürlich eine ganz, ganz andere
Große Frage. Aber de facto muss etwas geschehen im Bankensektor und da macht sich die Bundesregierung nicht umsonst Sorgen, denn das wäre natürlich ein Armageddon, wenn wir hier eine große deutsche Bank zum Ausverkauf an fremde Finanzinvestoren geben würden. Also der Kurs, wie gesagt, aktuell bei 7,50 Euro, hat sich ja vor einem Jahr mehr oder minder gehälftelt. Also dementsprechend nicht nur eine schlechte Performance, sondern halt eben auch eine ganz, ganz schwache Marktkapitalisierung. Die Zahlen, wie gesagt, heute früh war man da zuerst mal ein bisschen in Euphorie nach dem Motto, ja, wir haben ja schwarze Zahlen gemacht, aber dann haben auch die Anleger ein bisschen näher hingeschaut in das Zahlenwerk selber, wie ich es Ihnen gerade vorgestellt habe, und dann doch erkannt, dass man hier wohl eher ernüchternd gearbeitet hat. Das heißt also, nach wie vor, die Spekulationen rund um die Deutsche Bank werden auch in den nächsten Tagen und Wochen vorgesetzt. Ja, und das war schon wieder von mir aus dem Büro heute am Freitag. Naja, zum Thema Deutsche Bank und zu den Zahlen. Wir sehen uns dann dementsprechend am Montag wieder, dann natürlich aus der Börse.